einem vorherigen Konzert und es kam zu schweren Ausschreitungen. 22 Personen wurden verletzt, 74 Randalierer festgenommen. Sie wollten auf ein Konzert und wurden nicht mehr reingelassen. Rund 100 Punks machen ihrer Wut darüber auf der Straße Luft. Flaschen und Steine fliegen in Richtung der Polizei. Eine wilde Straßenschlacht entbrennt. Es sind Punks hier angekommen mit dem Zug und waren schon sehr betrunken und sehr aggressiv. Wir haben schon mittags 10 Personen in Gewahrsam nehmen müssen. Die Beamten rücken mit einem Großaufgebot an und greifen hart durch. Die Menge soll auseinandergetrieben werden. Es gibt mehrere Verletzte, darunter auch 2 Polizisten. Wir wollten ein großes Fest feiern. Wir wollen nachher unsere Kinopremiere feiern, Chaos Tage der Film. Wir haben ein bisschen von der Authentizität vom Film jetzt hier auf die Straße bekommen, mehr als uns lieb war. Die Bilanz des Chaostages in Hannover, 22 Verletzte und 74 Festnahmen. Gegen 25 Personen wird unter anderem wegen Landfriedensbruchs ermittelt.